Die Steuern zu senken war mein oberstes politisches Ziel, war auch der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Viele, die sich mit der Volksökonomie auseinandersetzen, die geben mir recht und sagen, dass wir dieses System der Hochsteuerpolitik ändern müssen. Daher habe ich das zu unserem zentralen Wahlkampfthema gemacht und seit einigen Jahren mit dem Slogan "Genug gezahlt" verfolgen wir diese politische Zielsetzung mit Nachdruck. Das ist das Herzstück des BZÖs. Wir wollen mit den Steuern runter. Wir müssen Schluss machen mit diesen Steuerorgien in Österreich und wir müssen auch endlich einmal die politischen Versprechen einfordern, die da gemacht werden von anderen politischen Richtungen, wo eine Regierungspartei ÖVP ständig von Steuersenkung spricht. Immer wenn Wahlen bevorstehen, dann kommt die ÖVP daher mit irgendwelchen Ankündigungen, die dann nach der Wahl immer im Gegenteil münden, nämlich in Form von Erhöhungen daherkommen. Schauen Sie sich diese Legislaturperiode an, unter ÖVP-Verantwortung. Am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist für die Menschen in Österreich das Leben teurer geworden. Für viele so teuer geworden, dass sie sich unterm Strich nichts mehr ersparen können. Da ist die ÖVP dafür verantwortlich zu machen. Die Familienpartei ÖVP hat bei den Familienbeihilfen gekürzt, hat zugesehen, wie sich die Steuern und Abgaben in die Höhe entwickeln, sodass wir jetzt am Ende dieser Legislaturperiode eine höhere Steuer- und Abgabenquote haben als im Beginn der Legislaturperiode.